Hallo und willkommen zu State of Decay 2. Schon ein bisschen älter das Game. 3 Jahre ungefähr müssen es jetzt sein. Ich habe es noch nie angezockt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich starte einfach mal die Kampagne mit euch zusammen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ist optimiert für die Series X und S. Ihr seht es da unten, genießt schnelle Ladezeit, verbesserte Grafik und 60 FPS. Allerdings denke ich, dass das eher in der X-Version ist, aber ich weiß es auch nicht genau. Wir werden sehen. Wir starten die Kampagne, nicht so viel reden. Neue Gemeinschaft. Gemeinschaft verwalten. Nee. Neue Gemeinschaft, bitte. Okay, wähle deinen Schwierigkeitsgrad. Ausgeglichene Gefahr und Ressourcen. Ich denke mal, da ich den ersten Teil zwar gespielt habe, schon länger her ist, bleibe ich mal bei Standard. Und werde wahrscheinlich trotzdem versagen. Deshalb bleiben wir bei Standard. Lade 3 Freunde in dein Spiel ein. Genau, Koop wäre machbar. Aber ohne Freunde kein Koop. So, was kann ich tun? Wähle deine Charaktere. Griesgrämige Geschwister. Okay. Alte Freunde. Beziehungspause. Seltsames Paar. Okay. Sehr gut. Das ist natürlich perfekt, dass ich jetzt hier gerade das aufnehme und jetzt hier entscheiden soll. What? Also wir überfliegen mal eben schnell Cardio. Aha, perfekt. Sehr gut, sehr gut. Geist ist gegenwärtig. What? Wir nehmen einfach die hier. So, das passt schon. Perfekt. Ich habe mir das alles gerade professionell ausgleichend geguckt und ja, ihr wisst schon. Das ist einfach das beste Team, was wir nehmen können. Oh Gott. Camp Osprey, welcome. Gibt es halt eine deutsche Tonausgabe? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend nicht. Wir gucken gleich mal in den Optionen, was da so los ist. Chill doch mal. Was? Ja, genau. Wir gucken direkt mal in die Einstellung. Audio. Ja. Ich würde sagen. We should keep moving. Da gibt's wohl nichts. Can't last very long. How did I ever let you talk me into this plan? Wir sind auf der. They must have food to share. Lillian, ich muss das jetzt YouTube erklären. Wir sind auf der Xbox Series S unterwegs. Ich habe ehrlich gesagt gerade vergessen, das Game war, glaube ich, 18 GB groß. Ungefähr. Circa. So. Wer schnauft hier? Wow, wow, wow! Ich sehe einen Schatten! Why are there zombies inside the fences? Better question. Wo? Where are all the people? Hier blinkt was? It's not possible. Where'd everyone go? And why do they leave so much behind? Schnellsuche? What? Nutzbare Gesundheit wiederherstellen. Natürlich, gib mir das. Da geht's wohl nicht weiter. Ja, wir gucken erstmal. Sieht gut aus. Wie gesagt, das Game ist jetzt circa 3 Jahre, müsste es jetzt alt sein. Was sagst du? Ah, okay, ich kann mit dir interagieren. Das ist nicht gut. Okay, wir lassen das mal. Wow, was war das für ein Move? Vorsichtig. Ja, also wenn ich dann LB, was jetzt LB, dabei drücke, dann kann ich schnell suchen. Oh! Trophäe! Immer her mit dem Ärger! No! Die Waffe ist kaputt! Game over! Na
Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Okay, jetzt verstehe ich. Also, es kann passieren, wenn ich schnell, zu schnell suche, dann... Dann kommen Zombies. Immer so ein bisschen. Gib mir doch eine Waffe. Ich will irgendwie eine AK oder sowas. Das nervt mich. Warum steht das immer, dass ich mit... Ich will nicht mit dir sprechen. Lass mich. Hallo? Loot? Loot? I'm starting to think we may not find food here after all. Ja. You talked me into this. We're not quitting just yet. Come on, keep up. Can't you find something better than that knife? Entschuldigung? Such du doch dann, Mann. Du machst gar nichts. Du läufst mir hinterher wie so ein Hündchen. Du hättest das hier doch aufmachen können. Nein, meckern, meckern, meckern. Meine Güte. Okay, oh, 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 eine Waffe. Erstmal hier gucken, Haltbarkeit, okay, Stats, ja, Gewicht, super. Ausrüsten. Das hast du jetzt davon. Ist jetzt meine Waffe. Selbst schuld. Warum hau ich? Warum lass... Oh Gott. Die Zombie-Apokalypse macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig. Du machst mich fertig! Ducken? Kann ich sprinten? Springen? All this time, people held out hope they'd reunite with loved ones. I bet they all tried to find their families, no matter what. Ich durchsuche den Zettel. Why would I Aha, try to find ich gucke you? Rechts und links. Ach so, okay. We'd only been broken up for a week. I am not having this argument again. Not here. The retreat is wrong. Mein Englisch ist doch nicht gut. Das tut mir doch. Warum ist das nicht übersetzt? Warum kann ich hier nichts einstellen? Ah, ah! Wer schnauft? Schön ruhig. Ruhig. Hinsetzen hier. Das war schon anstrengend. Ich brauche eine Pause. Zombie. Oh, ja, natürlich! Ich wollte den doch noch nicht. Ja, dann! Also, wir müssen irgendwie. Also, ne? Wir müssen das nachher mal besprechen. So funktioniert das nicht. Sonst bist du die Erste, die sterben wird. Das tut mir dann leid. Oh. Doch, kann ich jetzt? Danke. Ich suche das Flüchtlingslager nach... Ja. Gib mir das. Gib mir das. Hier ist nichts. Was macht ihr beiden? Na, besprecht ihr euch gerade? Was war verklickt? No, sie nascht an mir. No. Werde ich sterben? Oh Gott. Kann ich hier irgendwo sehen hier? No. Sie hat genascht. Ich werde ein Zombie. Der fünfte Zombie oder so. Ich habe schon versagt. Geh mir aus dem Weg. What is this place? Some kind of office, maybe? Maybe? Man muss aber sagen, sieht gut aus, auf jeden Fall. Das passt schon mal. Oh God! Get it off me!
Ja, wie jetzt? Wo kommt er her? Weird. It's like that bloody one I saw back at the gate. It bit me. I just hate it when they bite me. Ja, ich wurde auch gerade gebissen. Das interessiert wieder keinen, ne? Okay. Wir sind einmal im Kreis gegangen. Perfekt. Ja, hier muss doch irgendwo. Hier ist doch. Ich riech's doch. Hier ist eine Pumpy. No. Gott. Steh mir nicht im Weg. Du machst mich aggressiv. Durchsuchen. Ja. Mach mal. Nur, ihr könnt es euch gerne durchlesen. Ich nehme das einfach mal mit. Erfolgfall. Zahnpasta Pinatas. Ja. Klar. Es wird alles schlüssig. Hast du eine AK gefunden? Nee. It's just a zombie bite. Get over it. Stell dich mal nicht so an, ist nur ein Zombie-Biss gewesen. Was da? Kann ich das aufschlagen? Das sieht mir so aufschlagmäßig aus. Wahrscheinlich aufschießen. Holy crap. This just looks awful. Oh Gott. Sorry. Ich musste mal hier erst gerade die. Was geht? Richte mit. Hä? Was riecht hier? Bams! Oh, disgusting. Hier ist ein Fragezeichen. Why is the world suddenly so warm? Let's just keep looking around for medicine, okay? Okay, okay, okay. Warum wird die Musik so laut? Electricity Hazard. Oh, 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 habe ich hier fast die... Hui. Gerade noch mal im Augenwinkel gesehen. Da ist nämlich was ganz Wichtiges drin, das werdet ihr jetzt sehen. Genau, seht ihr? Seht ihr? Ein Messer. Ausrüsten. Inventar öffnen. Aha, aha. Weg. Backsack? Backsack? Ich glaube nicht, dass das korrekte Wort ist. Backsack. That's a lot of zombies. Just stay low and quiet. We'll be fine. Also keine Hierarchie Aktion von dir wie gerade. Hast du gehört? YouTube, ruhig! Wenn ich wegen euch hier sterbe. Entschuldige, mein Freund. Du hast keine Arme. Und ich glaube, dass... Moment mal. Verwende, Verstohlenheit, um leise an das Ziel... Verwende, Verstohlenheit? Wie Verstohlenheit? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. No. Ich bin nicht da. Oh. Gib mir die Waffe. Sofort. Sofort. Das ist meine Waffe. Könnt ihr Leiter klettern? Anscheinend nicht. Gott sei Dank. Was ist hier los? Civilians were dispersed days ago. We thought the army might have food. What happened here anyway? Orders from the top. The brass pulled the whole operation. The army's gone. Period. Except for a few of us who stuck around to protect stragglers like you. Not to alarm you, but I feel like I might be dying here. What are her symptoms? She was bitten by this bloody zombie. I think maybe it's infected.
I've seen this before. Oh oh. It's more than just an infection. There's a doctor at the S&B. Was war das für ein schneller Move? Tell him I sent you. Sollen wir dich hier runter? Sollen wir dich erlösen? Möchtest du hier, soll ich dich runterschmeißen? Ich erlöse dich, wenn du das möchtest. Boah, das macht. Das ist immer. Wie kannst du durch mich durchgehen? So. Suche Gray, den Doc. Gray! Geht. Okay. Ich gehe langsam ran und dann automatisch. Nix klicken. Wo ist jetzt meine Waffe? Hallo? Wo ist meine Waffe? Hi, Freunde! Na, hattet ihr einen guten Tag? Anscheinend. Ihm geht's gut, er freut sich. So schöne leuchtende Augen habt ihr. Oh. Hi, mein Freund, bist du Doc? What the heck are you civilians doing here? You should be gone. Ja. Ich will Vorräte haben und eine Waffe, eine AK. Bist du der Arzt? Der Soldat dort hat uns zu... Der Soldat? Ist das nicht eine Soldatinnen gewesen? Oder muss man es jetzt anders sprechen? Ich habe nichts gesagt. Alright, what do you need? My, friend here got bit by a zombie. It's bad, right? Ah, damn it. Okay, follow me. Hey, that's what bit me. One of those bloody ones. Say hello to the Zed's latest gift, the blood plague. It just burns you up from the inside. But you can keep that from happening to me, right? Guck mal, wie sie schon am Schwanken ist. Yeah, calm down already. Hey, you, come here. Wer, ich? Wie sprichst du mit mir? Wir kennen uns doch gar nicht. Go in there and find a sample case for me. You can use that flashlight of yours. Wieso holst du dein... Bin ich hier dein Laufbursch oder was? I had been researching blood plague with some other civilians. We found a cure that works. If you use it soon after infection. Ich glaube, hier waren mal ein paar mehr Menschen. Ein paar. Herstellungsgegenstand. Seuchenprobe. Geh ihm, was du gefunden hast. Das hast du alleine nicht geschafft, Gray. Did you find it? Erbärmlich. Leider keine Medikamente, dafür das hier. No cure? Damn. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey, Doc. Things are looking bad out there. The noise brought enough zombies to overrun the perimeter. The gates are coming down. It's time for us to go. All of us. You know I can't leave Terry. If you stay, I have to stay. Then we both die. Terry's gone. But this woman still needs your help. I know you're right. Just give me a second. I understand. Don't take too long, though. Before we go, I need your help. That thing in the cage. Yeah. It was a person once. I tried to reverse the effect, but we ran out of time. Soll ich es töten für dich? I can't do what needs to be done. Sprich mit Gray. Verstanden. Die Waffe annehmen. Oh, AK? Was habe ich gekriegt? Wo? Da. Was habe ich mit einer lächerlichen Pistole? Gib mir doch was Anständiges. Entladen? Nee. Abwerfen? Ausrüsten? Backsack! Das neue, perfekte Wort dafür. Schusswaffe zu ziehen? Okay. Schusswaffe abzufeuern. Richte den eingesperrten Zombie mit einem Kopfschuss hin. Es tut mir leid. I'm sorry. Eigentlich nicht. I'm sure you deserved better than this. Triff dich mit deinem Begleitern beim Truck. I know this isn't the future you always wanted. Gibt's hier drin noch irgendwas? Hab ich was übersehen? You'll have your life back. Nee, hier blickt nichts. I made that mistake once. I'm not making it again. Thank you for
for being strong for me. Okay, you're driving. Weichei. Everyone else load in. A friend once described a place that might still be safe. Setze dich auf den Fahrersitz. Jetzt soll ich euch... Aber wie habt ihr es hier hingeschafft? Ach Gott. Fahren wir wie in Deutschland? Okay, Lenkrad ist auf der richtigen Seite. So. Seid ihr alle bereit? Wart ihr noch pinkeln? Wir machen keine Stops zwischendurch. I don't know how long we can last without the army around. Don't give up on me. If we stick together. Ich kann nicht lenken. Wie kann ich lenken? Achso, irgendwann mal kann gar nicht lenken. Gut. Es gehört zum Game. State of Decay 2. Schwere Waffe verursachen am meisten Schaden pro Treffer. Ja, wo ist es? Wo, gib mir eine! Nicht schreiben. Gut. Sounds like we're empty again. Better be close. This is the place. Pull up here. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir hier halten. It should protect us, at least for a bit. It's not much to look at, but it'll have to do. Okay then. And how are you doing? I'm sure I've felt worse, but I don't know when. Uh-huh. Hmm. Okay. Ich will nicht die Verseuchte sein. Warum bin ich jetzt die Verseuchte? I can do that. Finde die Krankenstation und drücke, um dich zu stabilisieren. Okay. Blutseuchenopfer. Bring Blutseuchenopfer auf deiner Krankenstation unter, um das fortzuführen. Wenn du sie mit einem Heilmittel versorgst, kannst du damit ihr Leben retten. Sollte das nicht möglich sein, musst du sie vielleicht sogar töten. Und dich Ausbreitung... Baue einen Außenposten, baue eine Werkstatt und Ausstellung. Liefere Lillian in der Krankenstation ab. Gut. Seucheninfektion behandeln, ja. Bei Lillian einweisen. Hä? Habe ich verklickt? Das Stabilisieren deines Charakters hält ihn. Ja. Ja. Deine derzeitige Charakter wird stabilisiert. Wähle einen anderen. Ach so, okay. Okay. Wir können dann nur den anderen benutzen. Die sieht mir ziemlich. Von ihrer Kleidung her hat die bestimmten Plan. Die nehmen wir jetzt mal. Kontrolle übernehmen. Ja. If I don't get treatment, I'm afraid I won't be of use to anyone. You've been studying this. You can fix it. Oh, was habe ich da auf dem Rücken? Ein Snipper. This isn't as good as having the actual cure, but I should be able to getting worse for a while. That is, if we can keep our supply of meds from running out. Schließfach? Shit, this is bad. The situation is under control. Wie sie es einen Plan teilt. Isn't that right, Doc? What your friend needs is a cure. Lucky for you, I can make it. But I need more plague samples than we have on hand. We can fix that. I saw some plague zeds on our way through town. I say we start there. Lillian hat sich erholt. Überleben. Da hat die Blutseuche. Wer, wie jetzt? Die hat sich doch gerade erholt. So. Reise an den Ort, wo Barnes solchen Zombies gesehen hat. Okay. Man sollte das wahrscheinlich auch wieder schließen, ne? Oh Gott, was habt ihr mit dem Wagen gemacht? Let's just hope there's a toolkit in the trunk. Ja. Klettere über ein Hindernis? Hä? Okay. Gut, gut. Sollte ich da jetzt schon direkt hingehen? Wahrscheinlich, hä? Mir wird es jetzt gar nicht mehr angezeigt. Durchsuche den Kofferraum deines Pilato. Ach so. Okay. Sollte ich nicht gerade was anderes machen? I've forgotten how much we left back here. Drücke A, um das Toolkit und den Benzinkanister zu nehmen.
Let's pop the hood and get to work. Wenn du zu Hause geparkt hast, kannst du mit RT einen Gegenstand von deinem Kofferraum in deine Basis transferieren. RT. Lebensmittel. Okay. Wurflocken. Oh. Trophäe. Ein Pony für dich. Ein Packsack an deine Lagereinrichtung geliefert. Perfekt. Noch eine. Voll bepackt mit tollen Sachen. Du hast einen Packsack aus einem Fahrzeug übertragen. Packsack! Kann ich hier hochgehen? Bett ansehen? Nee. Komm, wir gehen noch nach oben. Klettere die Leiter hoch. Ja, das machen wir. Okay, hier kann ich auch noch hoch. Wir gehen mal nach hier oben. Die Lage abchecken. Could be worthwhile to climb up and get a better look around. Mhm. Ja. That's a nice view. Ziel für. Wow. Aufklärung. Aufklärung von einem Turm aus. Füllt deine Karte mit Standortsymbolen. Öffne deine Karte und untersuche jedes Symbol, um zu sehen, welche Ressourcen. Ja. Verwende diese Informationen, um Vorratsbeschaffungen beanspruchen. Okay, I've had a good look around and I like what I see. We ought to start scavenging some of the buildings out there. Okay. Sure thing, kid. Gut, dass ich erst nach hier oben gegangen bin. Oh, schon wieder eine Trophäe. Wie in einem Spiegel. 5 Plätze von hochrangigen Orten. Orten. There's a screamer. All set to call his little friends. Kreischer. Okay, wir machen das hier noch. Allerdings, ich guck mal hier. Ich wollte hier eigentlich noch reingucken, ob ich hier irgendwas Tolles okay, noch finde. This area is clear. Aha. Okay. Hier kann ich nichts machen. Okay. Habe ich jetzt hier alles? Nee, da hinten ist noch was. So. Blub, blub. Ach Gott, da ist ja noch mehr. Nee, jetzt ist es aber hier gut. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht genau, aber ich denke, ich werde noch weiterspielen. Weiß es aber nicht genau. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem im nächsten Video wieder und es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!